Yes, the name? Lisa. Ich hätte gern zwei Zerfüllisch Langos. Zwei. Mit Käse? Ja, bitte. Grüße, Lisa. Gut was? Ja, fein. So, ich habe dir einen Langosch mitgebracht. Was ist denn das? Irgendwie frittiertes Fladenbrot mit Knoblauch, Starkknoblauch und ich glaube Frischkäse und Käse. Das hört sich gut an. Hat was später. Also ja. Gefüllte Melone. Gefüllte Tomaten, Paprikas. Und Petersilie und ein Glas Akazienhonig. Fängt an zu regnen. Aber ich hab schon alles gepackt. Ja, dann lass uns gleich los. Kommen wir los? Ja, dann lass uns gleich los. Ich hab die Karte geguckt. Wir müssen erst ein bisschen gegen Strom und dann fahren wir mit dem Strom runter. Wird ein bisschen schwierig sein, aber ich glaube, es wird ganz gut. Na gut, dann pack zusammen. Sitzt ja außer Tillosch, steht da. Genau, das ist der Sessel von Tillosch. Und dann da sagt er, er weiß nicht, was ich hab, oder? Und schickt mir in die Röhre rein und macht das Ding, nur Aufnahmen. Und sagt, er weiß nicht, was los ist mit mir. Ich kann jetzt mit dem spielen und kann nicht in Österreich anlassen. Bei uns gibt es noch sowas nicht. Ich schreibe das einmal auf und dann nimmst du das mit und sagst es dem Arzt. Warte mal, reicht schon. Wollen wir drehen? Hallo. Ja. Hallo. 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 Ah, do you speak English? No. Oder Deutsch? Seid ihr aus Deutschland? Ja, wir sind aus Deutschland. Hey. Und aus welcher Ecke? Wir kommen aus Mecklenburg, also am Nordosten. Mecklenburg? Ja, ja. Vorpommern, ja. Oder wie? Ja, Mecklenburg-Vorpommern. Ah. Aha. Aha. Sie machen hier Urlaub? Na, ich wohne da. Ziehst du uns mal ein Stück ran? Ich komme mal kurz ran mit dem Boot. Einen schönen Hund habt ihr dabei. Ja. Ja. Flicker heißt die. Flicker. Flicker? Ja, ist ein Mädchen. Toll. Ein Mädchen bist du. Ja. Hm. Wir waren uns nämlich jetzt nicht ganz sicher und wollten mal fragen, in welchem Dorf wir jetzt genau sind, weil hier ein Dorf neben dem anderen ist. Das ist hier Dunasiget, Doberasiget. Doberasiget. Aha. Aber machst du da eine Bootstour oder wie? Das ist auch immer ganz interessant. Ja, die ganze Donau.
Ja, das ist schon eine tolle Sache. Ja, ja gut, wenn man jung ist, geht's ja noch. Ne? Wie sieht denn das hier mit Angeln aus? Angeln, ja. Ich habe probiert jetzt einmal die letzten Tage. Ich war an der großen Donau. Ja. Das liegt wahrscheinlich am Wetter, an dem Hochdruck, Niederdruck. Und auch beim Ostwind ist ganz schlecht. Ja. Und die wollen einfach nicht zur Zeit. Weiß nicht. Ich habe vor 14 Tagen habe ich 3 schöne Karpfen gefangen, über 4 Kilo. Ja. Jeder, aber zurzeit gar nichts. Ja. Dann fahren wir weiter, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Dann wünsche ich noch alles Gute. Danke. Und dann Petri Heil, vielleicht fangen wir noch. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss, Wiederschauen. Tschüss. Auf Ungarisch heißt es Wiesenlatterschwa. Auf Wiedersehen. Nochmal bitte. Wiesenlatterschwa. Wiesenlatterschwa. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wiesla, Wiesla, können wir schon sagen. Wiesla. Wiesla. Ja, ich sag ja. Ja, als jung müsste man noch sein und so eine Tour machen. Das wär's doch. Schön Rente sein. Schon Rente kriegen meinst du? Nicht Rente sein, dann bist du immer so jung. Ja, so jung in Rente sein. Da kann man das Leben noch sehr genießen. Das kannst du ja mal den deutschen Politikern untergoogeln. Die werden sich freuen doch.